Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Deponia. So, beim letzten Mal sollten wir ja unser Minebike oder beziehungsweise das Minebike wieder zusammenbauen. Da Rufus aber so geschickt ist, hat er erstmal dieses, was auch immer das ist, zerstört. Ich hatte mir einen Zettel vorbereitet, habe ich auch alles vorbereitet und doppelt vorbereitet, yay. Und jetzt hören wir uns doch nochmal die Weisheiten von dem Doc an. Mal gucken, Hallo. Ob wir das sofort wieder hinbekommen. Oh. Hallo! So. Nochmal zum Thema Frauen. Nochmal zum Thema Frauen. Ich bin ganz Ohr. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Nein, nicht wirklich. Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay, Schraubmuffe an einen sphärischen. Was war das zweite? Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus das klemmen, haben wir? Aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Klemmmuffe an einen kubischen. Haben wir. Das geht nicht. Das geht. Alles klar. Ich kann euch danach gerne mal das Blatt zeigen oder einblenden, was ich hier gerade veranstalte. Wie war gleich der zweite Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Was? Mauvischen an kubischen. Wie war gleich der zweite Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Also, solange der Mauve-Flansch an dem kubischen ist, wird es niemals... Wie hast du... Solange der Mauve... Wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Okay, ja. Wie war noch gleich... Hast du... Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Oh, das muss ich mir ja auch alles dazu schreiben. Oh, das gibt's doch nicht. Ich will nicht mehr, warte mal. Wie hast du... So lange wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Avialen... Strom... Um... Nie mit Mauve-Flansch. Okay. Wie war noch gleich? Hast du mir nicht zugehört? Also, ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Dorsaler hat mehr. Als ein Binausaler? Wie warst du? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel Binausaler. Als ein Binausaler. Okay. Binausaler. Mehr Ritzel. Na, das kann ja was werden. Wie war doch gleich dein vierter Tipp? Hast du mir denn vier Speichen? Schrauben. Zwei Speichen? Klemmen. Vier Schreiben. Vier Speichen schrauben. Wie war doch gleich dein vierter Tipp? Vier Speichen. Zwei Speichen. Okay. Gut. Gut. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, na doch. Na, hoffentlich wird das jetzt auch. Ich was muss dann werden. Noch das. Wir probieren es sonst einfach mal aus. Na, muss ja trotzdem, ne? Okay. Womit fangen wir denn... Was brauchen wir denn überhaupt für einen...
Ah, nee, überspringen will ich nicht. Warte mal. Verlassen. Weil wir brauchen ja was. Wir hallo. Wissen ja noch gar nicht, was für ein was? Oh, hallo. Dingstel wir da brauchen. Was für ein Stromumkehrer. Ich habe noch mehr in dem Herd. Nein, aber als erfahrener Bastler kannst du dir doch einfach selbst einbauen. Die Teile findet man hier so gut wie überall. Na klar, warum habe ich da nicht selbst dran gedacht? Ist sonst noch was? Ja, was für einen brauchen wir denn? Ich kenne da so ein Trottel. Dabei ist es doch so einfach. Ja, ja, nicht wahr? Ist sonst noch was? Ach komm, sag uns doch, was für einen brauchen wir? Dieser Freund, von dem ich sprach. Der Trottel, der nicht einmal einen einfachen Stromumkehrer bauen kann. Genau, du kannst es dir kaum vorstellen. Er hat schon alle Komponenten und kriegt es trotzdem nicht hin. Dabei ist es doch so einfach. Ja, ja, genau. Man muss ja nur... das simpelste Grundschulwissen anwenden. Du sagst es. Dieser Typ muss echt eine Niete sein. Naja, was ist das? Das ist ziemlich lässig und gut aussehend. Besser als du. Bezweifle ich. Ist sonst noch was? Gut. Nichts, was ich... sehr selbst DIY. Gut, 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 gut. Ich naja. Muss, dann mach es... oder mehr, weniger gut. Mehr oder weniger gut. Ja, was brauchen wir hier? Da fehlt ein Stümpel. Einem Zylinder, ein Stümpel. Und ein... naja, auf jeden Fall fehlt da was. Oh yeah! Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier. Check. Da fehlt ein... nein. Ja, okay, okay, okay. Nein, wir wollen da reingucken. Und... wir probieren das einfach mal mit dem Sphärischen. Ich weiß nur leider nicht. Tipp 1. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Hätten wir gar nicht zu dem hingehen müssen. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Aber brauchen wir einen avialen Stromumkehrer? Oh Mann! Ah, okay. Maufe Flansch kommt an den kubischen. Die Schraube. Schraubmuffe kommt an den sphärischen. Die Klemmmuffe kommt nie an den kubischen, also an den konischen. Dann kommt die dahin. Gut, haben wir hier noch was? Nie avialen Stromumkehrer mit Maufen. Ja, und das sagt uns genau was? Zwei Speichen sind Klemmer. Zwei Speichen sind Klemmer. Vier Speichen sind Schrauber. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Super. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. Ja. So, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Und was machen wir damit jetzt? Natürlich, wir bauen ihn ein. So ein Zufall. Binausala. Aviala. Dorsala. Ja. Na, da lang. Dann wollen wir mal. Was ist das? Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel.
Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Was ist da noch drin? Ach, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Dann war... Nein! Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Ist ja geil. Absteigen. Ich will aber nicht absteigen. Ah, okay, doch. Ich will erstmal gucken, was er hier hatte. Gut, den haben wir fertig. Bike in Betrieb nehmen haben wir ja schon. Weichenhebel finden. Hä? Ich dachte, das haben wir jetzt schon in Gang gebracht. Oh, nein, nicht absteigen. Los. Los. Und ab geht's. Huch. Yippie-yay, ein Hebel. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber... Ich bin im Kreis gefahren. Ich glaube, ich habe den Schalter gefunden. Hinweis. Weichenhebel in Armerkurve finden. Ja, aber wir haben... Oh, nein! Den Tunnel beleuchten. Okay. Wir haben den Hebel ja schon gefunden. Können wir hier nicht weit... Oh, warte mal, was war das für ein Knopf? Einfach nochmal. Yippie! Ja, schon wieder der Hebel. Schon wieder der Hebel. Wie geil. Oh. Ich wusste, dass das passiert. Cool. Knopf. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ist okay. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Oh, als ob das ein Nudelrezept ist, du Blödel. Also wirklich. Anzeige. Gut, los fahren. Miau. Schon wieder der Hebel. Das hört sich so geil an. Gut, dann drehen wir uns einmal um. Schwupp. Und wollen jetzt absteigen. Und probieren mal... Oh, Minenlampe. Den anderen aus. Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Labor in Elysium eingerichtet habe, werde ich dem nachgehen. Hä, das war schon die richtige? Sehr interessant. Okay. Ich habe noch eine Idee. Oh. Weil ich habe ja aus Versehen dieses Hinweisdingchen aufgemacht. Gesundheit. Nein! Hallo? Und jetzt? Möchte ich es wieder zumachen. Nicht? Hä? Ohne Stromkreis gibt es ja auch nichts umzukippen. Ohne Strom. Ja. Ran damit. Passt nicht. Ich muss dafür an den Sicherungskasten. Ah, na klar. Warum denn auch nicht? Der Kasten ist zugeschraubt. Ah, da war ja was. Nicht eine popelige Achtkantschraube aufhalten, naive Tölpel. Hehehe.
Ne? Warte mal. Warum? Wir müssen da doch irgendwie auch rankommen. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Es hört sich so genial an. Und nach oben. So. Können wir absteigen? Ja, können wir. Aha! Aha! Jobs. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Keine Ahnung, geh doch hin. Nach ganz unten. Groß. So ein Zufall. Nach oben, nach unten. Können wir da nicht noch was finden? Ich habe ein... Ich soll... Ja, okay. Gut, dann nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zu unserem Mindbike zurück. Das Bike ist nicht schwer genug. Aber Goal fehlt ja auch noch. Du kleines Arsch. Schade. Ich dachte, wir könnten damit... die irgendwie über Dingseln lappen. Willst du jetzt damit das etwas schwerer machen, oder wie? Oh, warte mal. Nein. Wenn ich eine Interesse... Ach so, ich dachte, das könnte man da schön raufpacken. Toni mag mich für einen Faul... Puh. Hat er das... Hat er... Okay. Oh! Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Natürlich. Ich halte nichts von Rückspiegeln. Mein Blick ist immer nach vorne gerichtet. Egal wie laut sie rufen. Schade. Okay, dann müssen wir nochmal was anderes probieren. Warte, du erstmal wieder nach... Oh! Yippie! Oh. Oh, schon wieder der Hebel! Gut. Fahren wir wieder in die richtige Richtung. So, da können wir den... Hallo, Maus, danke. Können wir den Lappen... Da tropft doch die ganze Zeit Wasser. Nicht? Schade. Okay, wir gehen nochmal nach vorne zu Goal. Komm. Hebelarm. Warte mal. Können wir den mitnehmen? Immer noch nichts. Okay. Warte mal. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Nein, okay. Was machen wir denn mit diesem Zeug? Kranarm. Okay. Das ist jetzt irgendwie... Was machen wir jetzt nur? Wofür ist die Signallampe? Oh, nein. Vielleicht, wenn da die Signallampe leuchtet... Leuchtet die hier auch? Oh ja. Und wann war... Hallo? Die dahin packen? Autsch, heiß! Hehe. Okay, wir versuchen es nochmal. Und... Yippie! Schon wieder der Hebel!
Gut, dann noch nicht. Das können wir auch. Ach ja. Da war ja was. Oder nee. Nee. Lass mal nach oben fahren. Absteigen und dahin. So, jetzt machen wir die wieder aus. Genau, nicht nach unten. Wir wollen dahin. Genau. Gehen wir wieder zum mein Bike. Und fahren los. Ah, nee. Schon wieder der Hebel. Was? Vergessen. Okay, das machen wir jetzt noch einmal. Absteigen. Hindüsen. Nehmen wir wieder mit. Beziehungsweise tauschen wir aus. Ach ja, ist er stehen geblieben. Das macht ja wieder keinen Sinn hier. Heißt es nicht mehr. So. Was da jetzt aber passiert, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es klappt was. Wenn nicht, müssen wir weiter probieren. Und ja, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Und dann sehen wir uns am Wochenende wieder. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.